Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday. Willkommen zu meinem Reingeschaut in Diablo 4. Heute ist Release der Ultimate Edition. Und ich begrüße natürlich auch die YouTube-Zuschauer, die es dann später auf YouTube gucken. Für die, die jetzt live dabei sind bei Twitch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich möchte mit euch jetzt Diablo 4 angucken. Ich habe die Ultimate Edition, also darf ich heute auch schon spielen. Und ja, ich zeige jetzt einfach jetzt mal das Spiel. Und ich bin auch mal gespannt, wie es ist, denn ich habe die Beta gespielt. Und sie wollen wohl einiges geändert haben an der Beta und was sie jetzt geändert haben und wie das Balancing ist und so, das schauen wir uns jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Also legen wir los mit Diablo 4. Natürlich schon mal reingegangen, um zu gucken, ob ich überhaupt auf die Server komme. Und ja, ich bin drauf gekommen. Heute früh, beziehungsweise heute Nacht, sollen wohl einige Probleme gewesen sein. Und ich hoffe mal, mein Mikrofon ist an, ja. Und jetzt scheint es aber alles zu funktionieren. Es gab wohl auch ein Problem mit Lizenzen irgendwas, aber das hatte ich jetzt gar nicht gehabt. Deswegen legen wir jetzt mal los, würde ich sagen. Hä? Stimmen? Nee, stimmen will ich nicht. Also vorlesen? Nee, vorlesen brauche ich auch nicht. Nee, weiter. Grafikeinstellungen. Dann erstmal die ganzen Optionen. Habe ich eigentlich ein Video gemacht oder reingeschaut zur Beta? Nee, ich glaube nicht, gell? Gameplay-Optionen. Textsprache Deutsch, Dialog Deutsch. Ne, sieht gut aus. Dann drücken wir Dreieck und Spiel starten. Ich denke mal, jetzt kommt's Intro. Legen wir los mit dem Intro. Sie haben uns gewittert. Rennt! Du musst durchhalten. Was soll das denn werden? Das schafft er nie im Leben! Er muss aber. Gesegneter Akkad, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Sieh mich an! Gesegneter Akkad. Gold in Hülle und Fülle. Zum Greifen nah. Nein, nein, ich. Ich wollte doch nur antworten. Sie kommen! Ich weiß. Euch. Na los! Wird's bald. Brich das Siegel! Du musst das Tor öffnen! Licht, steh mir bei! Mit dreien, sie kommen! Mit dreien steht dein Weg offen! Das Blut zeigt... Ich verstehe es nicht. Blut, das ist der Schlüssel. Blut ist der Schlüssel! Ah, was? Ich brauche zwei von euch! Schnell! Geht! Ich halte sie auf! Los! Also, hier steht, das Blut der Willigen muss... Ist das euer Ernst? Ihm helfen. Der ist geliefert. Nein! Wirklich jammerschade.
Kopf hoch, was soll's? Wenigstens müssen wir das Gold nur noch dritteln. Es muss hier irgendwo versteckt sein. Lies das. Oh. Mit rein, sie kommen. Mit rein steht ein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Preiset. Die Schöpferin. Oh. Preiset die Tochter. Oh nein. Nein, nein, nein. Was ist mit dem Gold? Was steht davon? Das hier ist verboten. Der Text ist eine Beschwörung. Ich kann das nicht aussprechen. Krieg mich nicht an! Wir sind für Schätze gekommen. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht. Vielleicht in einem Tempel. Oder in einem Grabmal. Es ist ein Tor. Und Blut ist der Schlüssel. Gesegneter Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich auch auf dunklem Faden. Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Wir erflehen deine Erlösung aus dem Abgrund. Mit Dreien sie kommen. Mit Dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Komm. Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich auf. Öffne die Augen. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Hier gibt es kein Licht. Du bist zur Dunkelheit gekommen, auf der Suche nach Antworten. Und alle Antworten, die du suchst, sind hier. Gib dich hin. Sprich die Worte. Bring sie heim. Mit rein. Sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Die Tochter des Hasses. Die Schöpferin. Sanctuarius. Preiset. Lilith.
gebenedeite Mutter, erlöse uns. Das mal nicht ein Intro war. Geiles Ding. Ja, in dem Spiel kriegen wir es mit Lilith zu tun. Und jetzt haben wir Charakterauswahl. Wen nehme ich denn? Puh. In der Beta habe ich den... Wen habe ich da gespielt? Den Totenbeschwörer. Bei Diablo 3 ja ein DLC-Charakter. Aber den möchte ich jetzt hier nicht spielen. Aber wenn er ziemlich gut ist, ich werde mich mal für... den Jäger entscheiden, oder? Präzision, Infusion, Fallen. Ja. Ich werde mal den Jäger nehmen. Oder Jägerin. Wir machen Jäger. Ja. Aussehen. Ja, ist mir eigentlich ziemlich egal, weil er ja dann sowieso eine Rüstung trägt, aber ich werde jetzt einfach ihn nehmen. Fertigstellen. Ne, Hardcore wollen wir nicht. Name. Keine Ahnung. Nenn man Ragnar. Finde ich ein guter Name. Dann Spiel starten. Wählt unten, wie viele Unterstützung ihr benötigt. Dies lässt sich jederzeit im Optionsmenü ändern. Mehr Unterstützung. Ausführliche Tutorials für neue Diablo-Spieler. Ich bin zwar kein Neuer, weil ich habe Teil 3 damals mehrmals durchgespielt, aber ich mache trotzdem mal mehr Unterstützung. Wir spielen Weltenstufe 1. Und let's go. Intro war auf jeden Fall ziemlich nice. Sanctuario war nie für die Menschheit bestimmt. Die Welt wurde als Zuflucht vor dem Krieg zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen. Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanctuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs. Grafik ist echt ziemlich hübsch geworden. War ja lange eine Entwicklung, Diablo 4, ne? Gab's ja einen hin und her. Mich würde es auch nicht wundern, wenn es dies Jahr wahrscheinlich sogar das beste Spiel des Jahres wird. Wobei, es kommt noch ein Endring DLC. Ja, wird schwer für Diablo. Es ging schnell. Und leise vor allen Dingen. Yeah.
Solltest du ein Feuer machen? Trage ich da eigentlich Eyeliner? Ja, ist egal. Jetzt kommen wir endlich mal zum Spielabschnitt. Oh, 15 Minuten? 16? Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen, bevor ich erfriere. Ja, ich glaube, viel zu sagen muss man nicht zu Diablo. Isometrische Perspektive. Ich brauche mehr Zeit. 5 Sekunden, um auszuweichen. Oh, krass. Wir haben mal die Karte. Die echt groß ist. Oh. Moment, können wir, haben wir nur eine Fähigkeit, Herausforderung, als Belohnung. Okay. Schauen uns mal um. Gut, das müsste jetzt noch Tutorial sein, das dürfte jetzt nicht so schwer sein. Gold. Aber wenn es wahrscheinlich hier erstmal nur Gold gibt. Sehen wir unsere Energie und Mana. Das kann es sein. Einige Wargs hier. Das ist doch der Billigmob hier. Ich glaube, wir können hier noch gar nichts finden, oder? Also nichts an Rüstung zumindest. Ich glaube, in der Beta gab es auch keine Rüstung. Aber immerhin Gold. Gold ist wichtig. Die Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Ja, ich hab sie gerade da. Ja, und natürlich auch Erfahrungspunkte sehen wir unten links, wo die 1 steht. Haben wir schon ein Kästchen voll. Man könnte die Karte auch noch in die Mitte setzen. So als transparente Karte, wie es früher bei Diablo 3 auch ging. Aber im Moment geht das anscheinend noch nicht. Sucht Obdach in einer neuen Stadt. Eine weitere verlassene Stadt. Dämonen! Überall! Reißzähne in der Dunkelheit! Finde den Ursprung der Stimme. Vorsicht, er ist wild. Guten Tag. Was geht hier vor? Was geht es euch an? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderer. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen! Aus den Ruinen! Töten uns alle! Töten uns alle! Ruinen? Wovon redet er? Kommt, ich erkläre es euch. Unten rechts sehen wir auch immer noch, was sie gesagt haben. Etwas Böses regt sich in den Ruinen im Norden. Der arme Mönch dort muss hineingegangen sein. Selbst ein heiliger Mann wie er wurde von dem, was er sah, in den Wahnsinn getrieben. Okay. Gut, ich kenne ihn einfach jetzt natürlich durch die Beta schon. Aber ich werde nichts verraten. Habt ihr etwas gesagt? Seid ihr verwundet? Jetzt nicht mehr. Wenn Defmir den ganzen Platz am Feuer besetzt, schubst ihn einfach. Das Feuer sieht gut aus, aber ich sollte es noch im Auge behalten. Nicht, dass es ausgeht.
Hier ist es nicht sicher. Können wir nochmal drei andere Fragen stellen? Da, wo das Symbol vorne ist, denke ich mal, geht die Hauptstory weiter. Machen wir erstmal das. Tut mir leid, es ist etwas eng. Immer noch besser als eine Höhle. Was könnt ihr mir über die Menschen hier erzählen? Elenta ist im letzten Winter etwas taub geworden. Ihr müsst vielleicht etwas lauter mit ihr sprechen. Oh, ihr seht unten rechts das gar nicht. Naja, ihr hört's ja. Was ist das für ein Ort? Ah, unsere kleine Stadt ist nichts Besonderes. Aber sie ist unser Zuhause. Wir werden für ihn tun, was wir können. Vielleicht muss er aber erstmal im Schuppen bleiben. Er hat versucht, Oswins Finger abzubeißen. Hier ist es nicht sicher. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Ich werde töten, was auch immer in den Ruinen haust, bevor es mich töten kann. Genau. Wirklich? Oh, vielen Dank. Kein Level gestiegen. Drücke Start, um zu Fähigkeiten zu navigieren. R1. Basisfähigkeiten. Was haben wir denn hier? Belebender Schlag. Greift dein Gegner im Nahkampf an, verursacht 6 Schaden und erhöht die Energieregeneration 3 Sekunden lang um 20%. Gleitklinge. Stech schnell auf euer Ziel ein, fügt ihm 4 Schaden zu und gleitet, wodurch ihr euch 3 Sekunden lang frei durch Gegner bewegen könnt. Ein Stich. Klinge über eine kurze Distanz verursacht 6 Schaden. Nehmen wir das hier, das klingt gut. Eine Fertigkeit wurde automatisch der Aktionsleiste zugewiesen. Okay. Man kann auch Rang zurückerstatten. Okay. Oh, gibt's einige. Ah, das ist der Fähigkeitenbaum. Ähnelt ein bisschen dem Sphärobrett von Final Fantasy X, finde ich. Auch wenn es ein bisschen kleiner ist. Aber okay. Wir müssen jetzt da hoch. Was haben wir hier? Innere Dunkelheit. Was gibt's noch? Sammlung, Freunde, Clan, Shop. Ja, da habe ich auch schon Negatives gehört, weil die Preise wohl ziemlich teuer sein sollen. Folgt den Spuren der Helden vergangener Zeiten. Okay. Denn wo ist eine Rüstung? Kostet einfach mal locker 25 Euro. Das ist schon eine Nummer. Aber okay. Und hier haben wir. Ja. Klar, ein kleiner Stellenkampf beitreten, Sammlung. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Ach, jetzt habe ich einen Fernangriff damit. Ah, das hat mein Standardangriff. Ah, okay, cool. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Weiß zwar nicht, wer die ganzen Messer hernimmt. Oh, ein bisschen Loch ohne Hose. Ich habe eine Hose, die mir 11 Rüstung plus gibt. Ziehen wir mal ein. Ja, das Inventar ist wieder mal so klein. Das ist ja bei Dings übel schlimm gewesen. Bei. Getroffen. Bei. Oh, wie hieß denn das? War ein Free-to-Play-Spiel. Fernangriff ist ja echt praktisch. Kritischer Hit. Handschuhe gefunden. Nehmer. Okay. Alles kaputt machen. Ja, Tränke lassen es auffallen. Muss schon. Warum kann ich nicht sein? Bin doch angeschlagen. Eidringe werden von Gegnern, ja. Irgendwie vermisse ich die Kisten.
Okay, und hier rein. Ruin des Frostgeheuls. Was haben wir hier? Nochmal Handschuhe, die besser sind. Irgendwas. Ich brauche mehr Zeit. Okay, wir steigen gleich wieder Level. Also ich erstmal alle Fähigkeiten zu lernen. Ja, dieselben Effekt. Ist genau dieselbe Hose. Nix. Oh, Level Up macht sogar Schaden. Noch eine Fellhose. Aber oh, die ist noch besser. Wir sind Level gestiegen. Dann würde ich jetzt das hier lernen wollen. Ach so, ich kann im Moment gar nicht, weil die anderen Plätze alle noch gesperrt sind. Warte mal, dann nehme ich das nochmal zurück. Machen wir das mal besser. So. Aber ich habe im Moment nur einen Platz. Bringt mir eine neue Fähigkeit noch nichts. Was trifft denn der mich? Ja, schick das doch voll daneben. Oberteil. Ich glaube, da müssen wir auch lang, aber wir gehen natürlich erstmal die anderen Wege lang. Ja, ist Rüstung, ja. Plus 10, plus 9. Gegenstandsmacht. Die Schild haben, deswegen dauert das immer. Weg mit euch. Die wollen wohl hier einen auf Dark Souls spielen, dass sie in den Ecken verstecken oder was. Ey, ja. Ein gutes Leben, aua. Lass ihn auch fallen. Sind die das nicht? Ah, das ist einfach nur ein neuer Rang. Okay, unser erstes blaues. Plus 4 alle Werte. Dann her damit. Aber es läuft frei. Schön das. Jetzt können wir was Neues lernen. Wir nehmen. Was sind das? Kraftvoller Pfeil. Feuert einen kraftvollen Pfeil auf einen Gegner und fügt ihm 6 Schaden zu. Jede 3.
Jeder dritte Einsatz macht den Gegner 2 Sekunden lang verwundbar. Machen wir das hier. Viereck. Okay. Mal sehen, wie das reinhaut. Aber mal prüfen, was ich hier so neu habe. Oh, wir sind gleich eine Runde hier gelaufen. Das macht mehr Schaden. Und welche gehen schneller. So, okay. Was für eine Architektur. Ich hab Gold verpasst. Haben wir jetzt hier alles? Jo. Kein weiteren Weg. Dann gehen wir jetzt hier hoch, wo wir auch hin müssen. Das brauche ich nicht trinken. Willem berührte irgendwas, Ebene. Rüstungsstände. Oh, immer her damit. Bis jetzt hat sich ja optisch noch nicht allzu viel getan. Aber das Gute ist, man sieht es aussehen, wenn sich's ändert. Was seid ihr denn? Hey. Ganz schön groß der Dungeon, ne? Wer baut sowas? Eine Kiste oder nein? Wird nicht gezaubert. Habe ich gesagt, hier wird nicht gezaubert? Mein Diablo lebt ja sowieso mehr oder weniger nur vom Endgame. Viele Leute spielen einfach nur schnell die Story durch, um zum Endgame zu kommen. Oh, ich habe einen neuen Bogen. Oh, nehme ich. Was ist hier unten rechts? Haupthand Dolch, Nebenhand Dolch. Okay. Gibt's noch Ringe, Hals, noch einen Ring und noch Helm. Haben wir aber nicht. Aber ich finde es halt krass, dass das Ausweichen 5 Sekunden immer dauert. Elite-Gegner. Hält ein bisschen aus. Ich bräuchte mal einen Flächen stecken, den Angriff. Kiste? Nee. Schwören können, ihr wäre jetzt eine Kiste. Der ruft hier einfach mal herbei. Ich glaube, es hackt. Schaman der Gefallenen. Hör auf damit. Ja, brauche ich nicht. Hier noch irgendwas?
Nope. Kammer der Berufung. Das riecht jetzt stark nach dem Bosskampf. Würde ich mal meinen. Schwert bekommen. Bringt mir das was? Achso, da habe ich aber den Standardangriff nicht. Das ist ja witzig. Dann bräuchte ich ja eigentlich eine Fähigkeit fürs normale Zuschlagen, um das Schwert nutzen zu können, richtig. Ne? Ist da irgendwo eine Kiste? Ne. Sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir mal zurück. Kehrt nach Nevesk zurück. Ihr seid zurück. Waffen. Kann man natürlich auch verkaufen, weil... Oh, reparieren muss man auch. Okay. Den Müll erstmal alles verkaufen. Was wir nicht brauchen, brauchen wir nicht. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Armbrust. Nicht in der Stadt. Okay, dann halt nicht in der Stadt. Gut. Können wir noch das verkaufen? Zack. Was hat sie denn zu sagen? Die alten Ruinen sind sicher. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Ha! Beim Licht! Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld. Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft und... Bleibt auf ein Getränk. Spült den Eintopf damit herunter. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Auf unseren Retter! Da werde ich das gedacht.
Ich sah meinen Leichnam und aus meinem Mund kroch Hass. Mein Vater verbrannte seine Kinder auf einem Scheiterhaufen und deine Mutter formte aus der Asche ein neues Zeitalter. Ich sah, wie die Schwachen erstarken und ein Rudel Lämmer, das sich an Wölfen labte. Tränen aus Blut regneten auf einen Wüstenjuwel und der Weg zur Hölle wurde in zwei gerissen. Dann kam ein Speer aus Licht und durchschlug das Herz des Hasses. Und er, der gefesselt war, wurde befreit. Radmas Prophezeiung. Ach, sieh mal an, Kannibalen. Beim Blut der Mutter, beim Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen? Bevor ihr sterbt. Ist noch nicht so weit. Josef. Sie kommen! Das ganze verdammte Dorf! Aufstehen! Steh auf! Wir müssen uns den Weg freikämpfen! Da! Ergreift sie! Möge das Licht uns schützen! Aber ich habe gerade gesehen, die Armbrust ist langsamer. So. Machen wir hier noch einen Punkt rein. Jetzt seid ihr gesegnet wie wir. Okay. Das waren alle, wenn es das Licht so will. Sprecht mit Josef. Oh, gibt's drin noch irgendwas? Gold. Ihr seid der Wahnsinnige aus dem Schuppen. Wahnsinnig? Diese Ketzer haben mich betäubt, als ich von den Ruinen zurückkehrte. Genau wie euch. Ich kam wieder zu mir und floh. Ich versuchte, in die Kapelle zu gelangen, aber sie war verschlossen und... Welch Übel ist das? Blüten? Aus Blut? Oh, Sie müssen sie mir gegeben haben. Ein blasphemisches Ritual. Wie haben Sie davon erfahren? Vielleicht liegt die Antwort in der Kapelle. Sie haben sie aus einem guten Grund abgeschlossen. Diese Frau, die sie angeführt hat, könnte den Schlüssel haben. Natürlich. Aus mit dem Schwert und dem Dolch. Ist noch ein Punkt. Nee.
Lebender Schlag. Den werde ich dann mal nehmen. Mich aber mit dem Schwert zuschlagen können. Ist ganz schön langsam. Blutblüten. So wie die, die mir eingeflößt wurden. Ist das echt? Blutläutern. Seht hinein, aber beeilt euch. Ich mache die Fackel bereit. Okay. Schändlich. Unser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Und trotzdem kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Ihr zecht und zockt. Ihr begehrt und stehlt. Schändlich. Sünde ist ihr Geburtsrecht. Meine Kinder, die Herrscher der Hölle, wollen unsere Welt verschlingen. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Glaube lehrt euch, das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen in euch selbst gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid. Sprengt eure Ketten und erblüht in freiester Sünde. Widersteht ihrer Versuchung! Barney, ich bin es. Ich habe euer Kind in diese Welt gebracht. Geh zur Trockensteppe und setz deine Vorbereitungen fort. Nun beginnt unser wahres Werk. Ah, ihr seid zu euch gekommen, dem Licht sei Dank. Oh. Ich würde mal sagen, nach diesem doch sehr krassen Video gerade, würde ich jetzt mal behaupten, soll es gewesen sein mit dem Einblick in Diablo 4. Ich würde gerne noch mehr zeigen, aber ich kann jetzt im Moment nicht.
Und ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal einen zweiten Part mache, weil das Spiel ja automatisch speichert und wenn ich nochmal weiterspiele, dann... Nee, wahrscheinlich nicht. So, das soll es gewesen sein von meinem reingeschauten Diablo 4. Ich sag mal so, jeder, der Diablo-Fan ist, kauft sich's, definitiv. Ich meine, wer ein richtiger Diablo-Fan ist, der hat eh schon die Ultimate oder die... Was war die andere? Deluxe, glaube ich. Die spielen es heute eh schon. Manche sind wahrscheinlich schon Level 100. Und offizieller Release ist der 6.6., also nächste Woche Dienstag, glaube ich. Ist es Dienstag? Ja. Dienstag ist offizieller Release von Diablo 4. Und alle, die mit Diablo nichts anfangen können, die sollten trotzdem reinschauen. Ist ein gutes Spiel. Gut. Achso, und kleine Anmerkung noch. Mein Let's Play zu The Mage Seeker ist das erste Mal zu Ende. Ich werde noch eine Folge hochladen. Und das ist dann die letzte. Erste Mal. Weil also zuschauen tun nicht viele. Zumindest schalten viele rein, aber gucken nicht lange. Schade eigentlich. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Was das sein wird, ist wahrscheinlich das Alien-Spiel, was rauskommt. Ich weiß es noch nicht. Ansonsten auf jeden Fall Final Fantasy 16, was dann Tagesstreams werden. Was das genau ist, werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen bisher. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ja, schreibt gerne was. Lasst ein Abo da. Ihr müsst nicht, ihr könnt. Und bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.